Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, liebe KfC-Fans unter der Südtribüne, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den TuS Erdentebrück begrüßen. 1863 Besucher sahen den 1:0 Erfolg unseres KfC am heutigen Samstagnachmittag. Zunächst noch die anderen Ergebnisse von den anderen Plätzen der Regionalliga West. Gestern bereits die zweite Mannschaft des 1. FC Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen 2:2. Wegberg Beek schlägt Rödinghausen 3:1 und Rot-Weiß Essen unterliegt Viktoria Köln 0:2. Heute dann Wuppertaler SV gegen Düsseldorf 2:0. Wattenscheid unterliegt den SC Verl 0:3 und zur Halbzeit steht es im Spiel Wiedenbrück gegen Dortmund 2:0:1. Morgen dann noch Rhinon gegen Gladbach 2 und am Montag Bonn gegen Aachen. Jetzt die Stimmen der beiden Trainer, die heute hier in der Grotenburg aufeinander getroffen sind. Zum Erleben Gästetrainer Florian Schnorrenberg, zum rechten KfC-Trainer Michael Wiesinger. Herr Schnorrenberg, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, schönen guten Tag erstmal zusammen. Ich glaube, wir hatten uns heute vorgenommen, von der Organisation disziplinierter zu spielen, wie zum Beispiel in der letzten Woche gegen Wuppertal, wo wir bei Ballverlust große Probleme hatten, in den Umschaltaktionen wirklich wieder in die Ordnung zu finden. Ich denke, wir machen für unsere Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Sind unangenehm, haben wenig Raum geboten, dem KfC, der natürlich große Qualität in seinen Reihen hat, torgefährlich zu werden. Dann ist die Situation mit der gelb-roten Karte, da sieht man einfach auch die ganz, ganz große Cleverness. Ja, Öztürk nimmt halt an, der weiß ganz genau, in der Szene ein kleines Foul noch ist, Konate raus und Konate bleibt nicht weg, er kam ein bisschen zuvor, danach gibt es gelb-rot, wir können nicht mehr wechseln oder mussten dann auch wechseln und dann war natürlich ein ganz, ganz anderes Spiel. Die fallen dann noch weiter zurück und ist dann auch schwer, irgendwann alles zu verteidigen. Trotz allem kommen wir aus der Halbzeit raus, haben uns dann vorgenommen, den einen oder anderen Konter vielleicht erfolgreich zu Ende zu spielen. Und dann hätte uns heute sicherlich sehr, sehr gut getan, wenn Ede und die Lichter die Riesentormöglichkeit zum 0:1 nutzen kann. Ist aber nicht passiert und hinten raus, die Kräfte dann schwinden. Und René Treude und Saka, zwei Spieler rausnehmen müssen, die dann aufgrund von Erkältungen der Woche dann auch kräftemäßig am Ende sind, dann ist es schwer. Trotzdem großes Kompliment. Ich denke, wir waren ein unangenehmer Gegner, haben, wie ich eingangs sage, diszipliniert verteidigt, haben die eine oder andere Situation auch nach vorne gehabt. Von daher bin ich eigentlich dann mehr enttäuscht vom Ergebnis. Michael, dir Glückwunsch zum Sieg und zum tollen Saisonstart, den ihr hingelegt habt. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian Schnorrenberg. Dann habe ich jetzt KfC-Trainer Michael Wiesinger um seinen Kommentar bitten. Ja, erstmal vielen Dank natürlich für die Glückwünsche. Ich hatte von Anfang an heute den Eindruck, dass wir vom Kopf her nicht die Frische auf dem Platz hatten. Ein Kollege hat es gesagt, die Mannschaft vom Gegner hat sich heute anders präsentiert. Ja, waren viel kompakter, haben besser verteidigt als letzte Woche noch. Ja, unsere Trainingswoche oder die letzten Tage der Trainingswoche waren schon ein bisschen darauf aufgebaut, da reinzuspielen, Schnittstellen aggressiv anzulaufen, Überzahl mal über Flügel zu schaffen. Da waren wir heute im Ballbesitz zu ungenau, zu fahrig. Dann, wie ich gesagt habe, in manchen engen Entscheidungen auch ein Tick zu langsam. Da haben wir eigentlich kaum Abschlüsse gehabt in der ersten Halbzeit und mussten immer vorsichtig sein, weil der Gegner natürlich schon die eine oder andere Kontersituation hatte. Ja, in der Halbzeit haben wir versucht, oder vor der Halbzeit schon umgestellt, wollte vorne mehr Präsenz, auch im Zentrum mehr Präsenz, weil ich der Meinung war, beim Flügel funktioniert das so nicht, wie ich mir das vorstelle. Und habe dann schon gehofft, dass wir aus der Halbzeit mit dem einen Mann mehr dann auch mehr Wucht reinbekommen. Das haben wir nicht geschafft. Ja, es war immer was in der Luft gelegen, aber so richtig zwingend war es nicht. Wir haben auch gemerkt, dass es unruhig wird. Jeder denkt, du bist einmal mehr. Aber das ist halt im Fußball kein Selbstläufer. Der Gegner macht Kräfte frei, der Gegner geht Wege, auch zu 10. Und da musst du eigentlich noch mehr machen wie der Gegner. Und das, da waren wir ein bisschen oft zu ungenau. Wie gesagt, uns hat einfach die Frische gefehlt, muss man auch sagen. Dass man dann noch so einen Punch setzt am Schluss, ist mit Sicherheit eine Qualitätsfrage. Das Spiel dann zu entscheiden, das kommt auch nicht von ohne, sondern ich glaube einfach, weil wir trotzdem heute wieder fleißig waren, wir haben uns nicht beirren lassen, wir haben Fehler gemacht, die wir vielleicht jetzt letzte Woche nicht gemacht haben, aber wir waren auch bereit, Fehler auszubügeln. Und das spricht für meine Mannschaft, das habe ich aber gerade in der Kabine gesagt,
So ein dreckiges 1-0 kommt nicht von ungefähr. Das verdienst du dir oder eben nicht. Und heute waren wir dann einmal zur Stelle und haben das dann souverän runtergespielt. Wir hatten einmal René Völler, der da war, wie so oft in den letzten Spielen, eine Situation. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, vielleicht hätte so 0-1 vielleicht uns ein bisschen aufgeregt. Ja. Natürlich war es dann besser 0-0 weiter, aber vielleicht hätte man so einen kleinen Genickschlag gebraucht, um aufzuholen. Ansonsten haben wir die Tabellenführung wieder zurückgeholt, das war das Ziel heute. Ansonsten mache ich jetzt gleich definitiv einen Haken an das Spiel. Und zu allerletzt kann ich auch noch sagen, der Platz, auf dem wir hier zu Hause Ballbesitz fabrizieren wollen, ist natürlich auch brutal. Ja, das sieht vielleicht von oben schön grün aus, vielleicht so ein bisschen wie, ähnlich wie so ein Golfplatz. Ist es aber nicht. Jeder Ball verspringt, jeder Ball, du musst dich sehr, sehr konzentrieren. Und das ist natürlich für uns als Heimmannschaft auch schwierig. Ja. Das soll keine Ausrede sein, ich möchte es nur noch mal anführen. Das ist hier verdammt schwer, Druck aufzubauen. Ja, nichtsdestotrotz, 1-0 gewonnen, Haken dran. Ein Gegnerumschlag ist gut, haben wir leidenschaftlich gespielt, fand ich im Vergleich zur letzten Woche, mein Eindruck. Sympathischer Kollege auch wieder, also diese Fehler in der Liga, also wünsche ich euch auch alles Gute. Vielen Dank, Michael Wiesinger. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Herr Lars. Herr Wiesinger, wie bewerten Sie jetzt die Konkurrenzkampf, die wir jetzt mit Noah Müller haben? Die Frage hier von der WZ, wie der Konkurrenzkampf in der Offensive gesehen wird mit dem Neuzugang Christian Müller. Naja, dass natürlich jeder jetzt sich nicht ausruhen kann im Offensivbereich und auf allen vielen anderen Positionen, ist ja klar. Ich wollte Christian Müller heute nicht so früh bringen, weil ich auch wusste, Wetterlage heute, das ganze Konstrukt hier, um ihn von 0 auf 100 wieder reinzuhauen, war nicht gegeben. Es hat mir dann auch angemerkt, dass ich am Schluss der Sprit ausgegangen ist. Aber trotzdem ist er immer zwischen den Linien für was gut. Die Flanke, glaube ich, war auch von ihm. Die kommt halt dann auch im zweiten Pfostenpunkt genau. Also von daher wird aber trotzdem Zeit brauchen. Ja, wir haben jetzt viele Möglichkeiten, keiner darf sich ausruhen, wie gesagt, es läuft bei uns nur im Kollektiv und freut mich, dass heute Marcel Reichert zur Stelle war. So läuft es im Fußball und im Endeffekt geht es weiter hart zu arbeiten. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann habe ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedankt. Unseren Gästen aus Erntebrück, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Das nächste Heimspiel heute in 14 Tagen, 14 Uhr zu Gast, die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Bis dahin, ein schönes, sonniges Wochenende. Tschüss, sagt Ihr neuer KFC.